Dann sind die Und damit können wir schon mal auf den nächsten Tagesordnungspunkt schauen. Jetzt geht es nämlich um den Atomausstieg. Insgesamt 4 Anträge und ein Gesetzentwurf der Opposition liegen vor. Vor genau 8 Jahren kam es ja zu der Reaktorkatastrophe in Fukushima im März 2011. Und damals hat die damalige Bundesregierung, das war noch eine Koalition aus Union und FDP, beschlossen, Ende 2022 endgültig aus der Atomenergie auszusteigen und damit ein bisschen früher als ursprünglich geplant. Allerdings sagt jetzt die Grünen-Fraktion, dass in dem Gesetz, das sich mit dem Ausstieg beschäftigt, nur die Kraftwerke abgeschaltet werden sollen und Betriebe, die zum Beispiel Produkte für den Betrieb von Atomkraftwerken bauen, nicht gestoppt werden. Das heißt, Betriebe, die Uran anreichern oder Brennelemente herstellen. Und sie fordern jetzt in ihrem Gesetzentwurf, dass auch diese Betriebe gestoppt werden sollen, wenn denn der Atomausstieg kommt, also Ende 2022. Und als Erste wird dazu jetzt Silvia Kotting-Uhl sprechen von den Bündnisgrünen. Liebe Frau Präsidentin, meine Kolleginnen und Kollegen, jedes Jahr erinnern wir Grünen im Bundestag an die großen Atomunfälle in Tschernobyl und Fukushima. Und dabei geht es nicht um eine reine Erinnerungskultur, nicht um etwas Abgeschlossenes, nicht und wahrscheinlich niemals abgeschlossen für die Menschen in den verstrahlten Regionen. Aber auch bei uns in unserer scheinbaren Konsequenz geht es um inkonsequent Unvollendetes, um nicht zu Ende gebrachtes und um noch gar nicht Begonnenes. Nach dem katastrophalen Unfall in Japan am 11. März 2011 hat Bundeskanzlerin Merkel die Umkehr zum deutschen Atomausstieg eingeleitet, den die schwarz-gelbe Koalition 2010 gerade ausgehebelt hatte. Es gab immer unterschiedliche Einschätzungen, ob diese Umkehr der Einsicht einer Physikerin in die Unbeherrschbarkeit der Atomkraft geschuldet oder taktisch begründet war. Dass bis heute der Atomausstieg in Deutschland sich auf einen Abschaltplan für Atomkraftwerke beschränkt, lässt Letzteres vermuten. Wer die Unbeherrschbarkeit der Atomkraft wirklich verstanden hat, der lässt keine Atomfabriken laufen, in denen mit Urananreicherung und der Herstellung von Brennelementen Atomkraftwerke beliefert werden, die überaltert und störanfällig sind, den in der EU vereinbarten Sicherheitsstandards nicht entsprechen und auch noch direkt an unseren Grenzen stehen. Dass bis heute der Entschuldigung, ein Besuch in Fukushima oder auch nach über 30 Jahren in Tschernobyl, ein Gespräch mit den Betroffenen, ein Blick in Krankheitsstatistiken von Kindern oder auch in die Haushaltspläne der Länder reicht, um zu sehen, dass man sich von einem atomaren GAU nicht erholt. Auch wenn Japan genau das bei der Olympiade 2020 gern demonstrieren würde. Die bis heute 100 Milliarden Euro kosten, die Hunderttausende von großen schwarzen Säcken, die mit kontaminierter Erde gefüllt überall herumstehen und von denen niemand weiß, wohin, sind nicht der einzige Preis, den Japan dafür bezahlt. Den Preis, den zum Beispiel die Arbeiter bezahlen werden, die mit den beständigen Dekontaminierungsanstrengungen befasst sind, im Allgemeinen junge Männer aus den Unterschichten, den Preis kennt heute noch niemand. Die Überlebenden der 200.000 Liquidatoren von Tschernobyl müssen heute um ihr Existenzminimum kämpfen. Die Ukraine ist nicht in der Lage, die gesetzlich festgeschriebenen Entschädigungen zu zahlen. Die Atomruine abzusichern ist ohne internationale Hilfe nicht möglich. Die Kinder von Tschernobyl haben inzwischen selbst Kinder, weit überdurchschnittlich mit genetischen Schäden. Die Strahlenkatastrophe ist nicht zu bewältigen. Sie verstärkt sich sogar über die Generationen. Reicht all das nicht, das atomare Risiko als das anzusehen, was es tatsächlich ist? Die größte und nachhaltigste Bedrohung von menschlicher Gesundheit, Wohlstand und Glück? Ja, wir sind das einzige Land, das immerhin die Konsequenz eines festen Abschaltplans für die Atomkraftwerke gezogen hat. Und dieser Konsens war eine großartige Leistung des Deutschen Bundestags. Aber die Länder, die an der Atomkraft festhalten, tun das nicht, weil sie das Risiko nicht sehen. Ja, natürlich gibt es einzelne, meist männliche ältere Protagonisten, die immer noch an der Technikgläubigkeit der 50er und 60er Jahre und an der mehr von der Beherrschbarkeit der Atomkraft festhalten. Die haben wir ja auch wieder bei uns.
Aber die große Mehrheit der Verantwortlichen in Europa hat Verstand genug, eine Risikotechnologie von einem Spielzeug zu unterscheiden. Sie bleiben in der Atomkraft, weil sie mit der Lobby verbandelt sind, weil sie sich vor den Kosten von Rückbau und Endlagerung fürchten, aus Bequemlichkeit, und weil aus Deutschland seit Jahren das Gejammer zu hören ist, dass die Energiewende zu teuer und zu anstrengend sei und der Atomausstieg das Erreichen des Klimaschutzziels behindere. Und hier fängt die Verantwortung der Bundesregierung auch für das an, was außerhalb des Tellerrands liegt. Machen Sie sich ehrlich. Hören Sie auf, über Kosten der Energiewende zu klagen, die nichts sind im Vergleich zu den Kosten, die uns die Atomkraft an ihrem Ende präsentiert oder bei einem niemals auszuschließenden GAU. Hören Sie auf, durch Schweigen zur Subventionierung der Atomkraft beizutragen, indem Sie Sicherheitsstandards an unseren Grenzen akzeptieren, die auch die eigene Bevölkerung bedrohen, völlig unzureichende Haftungen und Deckungsvorsorgen innerhalb der EU hinnehmen, sich nicht den Klagen anderer Länder gegen staatliche Beihilfe für AKW-Neubauten anschließen und entgegen Ihrem eigenen Koalitionsvertrag nichts unternehmen, um den 50 Jahre alten Atomfördervertrag Euratom endlich neu auszurichten. Sie betonen gern, dass jedes Land für seine Energieversorgung selbst zuständig ist und wir nur durch Beispiel überzeugen können. Aber Sie geben kein gutes Beispiel ab. Nicht durch die Inkonsequenz bei der Energiewende, aber eben auch nicht durch Ihre Passivität in Atomfragen, wo Aktivität gefragt ist. Nicht durch Schweigen, wo geredet werden muss. Nicht durch Defensivität, wo es um den Schutz der eigenen Bevölkerung geht. Mehrheiten können irren. Das haben uns die Unfälle von Tschernobyl und Fukushima gezeigt. Wir Grüne haben von Anfang an die Nutzung der Atomkraft für falsch gehalten und gegen alle damaligen Mehrheiten den Atomausstieg gefordert. Machen Sie das jetzt genauso. Arbeiten Sie konsequent für den europaweiten und weltweiten Atomausstieg. Warten Sie damit nicht, bis es zum nächsten großen Atomunfall gekommen ist. Wer Verantwortung ernst nimmt und davon überzeugt ist, dass das Risiko der Atomkraft zu groß ist, der hat die Pflicht, sich offensiv für den Ausstieg aus dieser tödlichen Technologie einzusetzen. Fordert Silvia Kotting-Uhl von den Bündnisgrünen und als nächster spricht jetzt Carsten Möhring für die Unionsfraktion. Er sitzt im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Nächster Redner, Carsten Möhring für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Kotting-Uhl, ich verstehe und ich teile auch Ihre emotionale Form der Ansprache, was die Folgen des Tschernobyl-Unglücks angeht. Aber bei der Frage der Konsequenzen, die wir daraus ziehen, ist mindestens so sehr rationale Überlegung gefragt, was wir tun müssen, um bestimmte Dinge zu erreichen. Wir haben den Atomausstieg beschlossen, indem wir gesagt haben, wir wollen die Kernkraftwerke abschalten und keine Elektrizität mehr über Atomenergie erzeugen. Wir haben nicht beschlossen, dass wir radioaktive Materialprüfung beenden, dass wir Nuklearmedizin beenden. Das heißt, es gibt genug Bereiche, in denen wir mit Radioaktivität und Kerntechnik umgehen, die nicht damit zu tun haben. Und wenn Sie postulieren, wir sollten vollständig aus der Kernenergie oder aus der Kerntechnik aussteigen, dann unterstelle ich mal, diesen Bereich meinen Sie nicht, sondern Sie konzentrieren sich auf so Themen wie Urananreicherung, Brennelementefertigung. Und damit begeben Sie sich aber auf ein Feld, was mit der Frage der Konsequenzen aus Fukushima nicht unbedingt etwas zu tun hat. Gestern haben wir im Ausschuss uns intensiv mit den Behörden und den Einrichtungen befasst, die für die Endlagerung in Deutschland zuständig sind, mit der BfE, mit dem BGE und mit dem Nationalen Begleitgremium. Den Problemen, die wir dort haben und noch lesen müssen, das ist die Aufgabe, die wir wahrnehmen müssen und die wir auch wahrnehmen. Wir brauchen ein Geologiedatengesetz, um dieses Thema möglichst zu pushen. Das sollten wir auf jeden Fall in der näheren Zukunft auch beschließen. Die Regierung würde ich da bitten, auch schneller voranzukommen, damit wir diese Daten bereitstellen können, die für die Standortsuche notwendig ist.
Sie haben das Thema Exportverbote wieder auf die Tagesordnung gesetzt, wie Sie das jedes Jahr tun. Und inzwischen wissen wir ja, dass das ausgesprochen schwierig ist. Ich verstehe das auch. Und wir haben im Koalitionsvertrag ja auch extra stehen, dass wir prüfen wollen, ob oder wie das geht. Und der Antrag, den Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg im Bundesrat jetzt am Freitag noch einmal behandeln werden, hat dasselbe zum Ziel. Und das ist auch in Ordnung, denn ich teile die Meinung, dass wir in der Tat alles tun müssen, um unsere Nachbarn zu bewegen, das Maximale für die Sicherheit zu tun, die Laufzeit nicht zu verlängern, Sicherheitsstandards zu erhöhen, einzuhalten. Wir können sie aber nicht zwingen, das zu tun, was wir gerne hätten, nämlich möglichst morgen abschalten oder deutsche Standards zu übernehmen. Sie haben ihre eigenen und sie haben auch das Recht dazu. Ich kann auch verstehen, dass unsere Bevölkerung im grenznahen Raum beunruhigt ist. Und ich finde es in Ordnung, wenn Ministerpräsident Laschet sich immer wieder dafür einsetzt, und in Baden-Württemberg geschieht ja Ähnliches, dass unsere Nachbarn Rücksicht auf unsere Bedürfnisse nehmen. Aber wenn wir hingehen und sagen, wir wollen weltweit dafür sorgen, der Atomausstieg soll überall umgesetzt werden, dann ist das aus meiner Sicht eine Hybris, die uns auch gar nicht zusteht. Wir können uns dafür einsetzen. Wir können uns dafür einsetzen. Wir können es aber nicht fordern. Und wir können vor allen Dingen nicht mit der moralischen Position, wir können es besser, ihr müsst es nachmachen, kommen. Am deutschen Wesen soll die Welt genesen, ist ein Spruch, der für die Atompolitik nicht geeignet ist. Die Frage ist, was ist geeignet? Geeignet, und ich habe es im letzten Jahr an derselben Stelle hier auch gesagt, geeignet ist ein Vorbild, das gelingt, eine Energiewende, die gelingt, erneuerbare Stromerzeugung, die fossile und Atomenergie ersetzen kann, Netze, die diesen Strom zum Kunden bringen, CO2-Minderung auch ohne Atomenergie. Alles das sind Punkte, wenn wir die erreichen und das auch noch bezahlen können und sozial verträglich umsetzen, dann ist das ein Modell, das für andere Länder interessant ist. Aber es geht nicht darum zu sagen, jetzt machen wir mal die Brennelementefertigung dicht, weil wir damit Atomkraftwerke am Laufen halten, die zu alt sind. Wie hat Trittin das jetzt in einer Pressemitteilung heute gerade getan hat? Sie können jederzeit Brennelemente kaufen, wo Sie wollen. Wenn wir nicht liefern, hat es null Auswirkungen auf den Betrieb von Kraftwerken, von Kernkraftwerken in anderen Ländern. Und wenn das schon so ist, wo ist dann unser ureigenes Interesse? Unser ureigenes Interesse muss doch dann sein, wenn wir nicht wirklich beeinflussen können, diese Geräte, diese Kraftwerke abzuschalten, dass die, die gebaut werden und die in dem Betrieb sind, mit den höchsten Sicherheitsstandards laufen können. Und wenn wir schon eine Industrie in Deutschland haben, die dazu beitragen kann, sowohl was Sicherheitskonzepte angeht, wie auch was qualitativ hochwertige Brennelemente angeht, dann sollten wir das tun und das nicht anderen Ländern überlassen. Denn nur so können wir uns Einfluss sichern und erhalten. Und das gilt auch für die Kompetenz, die wir im Bereich der Urananreicherung, der Zentrifugentechnik und Ähnlichem haben. Unser internationaler Einfluss beruht auf dieser Kompetenz. Und die können wir nicht nur durch Forschung und Ausbildung machen, sondern auch durch Anwendung. Und dazu gehört, um das mal ganz offen zu sagen, auch die Möglichkeit, dass unser Wirtschaftsministerium oder unser Finanzministerium beim Export solcher Sicherheitstechnologie mit Hermes-Bürgschaften auch beiseite steht und es nicht dadurch behindert. Das möchte ich mal ausdrücklich sagen. Uns ist nicht damit geholfen, wenn wir diese Einrichtungen schließen. Weder die Arbeitsplätze, die wegfallen, sind gut für uns, noch der verminderte Einfluss, den wir dadurch haben, ist gut für uns, sondern es geht darum, unsere technologischen Möglichkeiten möglichst weit anzuwenden. Herr Möhring, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Herrn Krischer? Bitte sehr, Herr Krischer. Herr Krischer, bitte. Oliver Krischer aus der Grünen-Fraktion fragt jetzt. Herr Möhring, danke, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie argumentieren ja, sagen, es sei belanglos, ob die Brennelemente, die beispielsweise in dem belgischen Reaktor Tihange 2 benutzt werden, ob die aus Deutschland kommen oder nicht. Haben Sie schon mal Gespräche in Belgien geführt, wenn Sie doch das Argument hören, naja, Ihre Kritik aus Deutschland kann ja nicht so ganz ernst gemeint sein an unseren Atomkraftwerken, wenn Sie gleichzeitig als Deutsche weiterhin die Brennelemente liefern. Haben Sie Verständnis dafür, dass genau das,
dass wir die Brennelemente liefern, damit Geld verdienen, im Ausland wahrgenommen wird als bigotte Haltung, die den deutschen Atomausstieg unterläuft und am Ende nicht ernst gemeint ist, dass wir weltweit aus der Atomkraft aussteigen wollen. Haben Sie Verständnis für diese Haltung, die es da gibt, und sind Sie bereit, die auch mal zu ändern und ernst zu nehmen? Herr Krischer, ich verstehe die Menschen, die so denken, aber ich weiß auch, dass es genügend andere gibt, die sehr daran interessiert sind, möglichst hochwertige Ware zu bekommen. Und wenn die belgische Regierung und die belgische Bevölkerung, so wie sie die Atomkraftwerke baut, kontrolliert und betreibt, wenn das so in Belgien akzeptiert ist, mehrheitlich, dann ist das von mir zu respektieren. Und ich kann gerne mit jemandem darüber diskutieren. Aber auch dann wird einem belgischen Kritiker es nicht helfen, wenn wir die Brennelemente nicht mehr produzieren und Framatom sie in Frankreich oder in Rumänien oder in Russland produziert werden und sie von dort importiert werden. Deswegen, und das kann ich jetzt gleich anschließen, bin ich der Auffassung, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir in dieser Frage nichts davon haben, wenn wir eine symbolorientierte, man kann auch sagen populistische Politik betreiben, sondern wir müssen eine realistische Politik betreiben. Wir müssen das maximal Mögliche, was wir beeinflussen können, auch tatsächlich beeinflussen. Und wir müssen die Möglichkeiten, die wir haben, technologisch nutzen, um ein hohes Maß an Sicherheit zu generieren. Das ist unsere Aufgabe. Neben dem Gelingen der Energiewende sind das die wesentlichen Elemente für eine gute Atompolitik in Deutschland, in Europa und weltweit. Sie haben das Problem, liebe Grünen, dass Sie zwar einerseits über den Atomausstieg, die Kernenergie, Beendigung der Kernenergieproduktion, Stromproduktion sich freuen können, andererseits Ihnen damit ein Thema fehlt, das Sie jetzt auf diese Weise versuchen zu perpetuieren und wissen dabei ganz genau, dass wir den Kern des Problems schon längst gelöst haben und uns mit der Endlagerung der Problematik befassen müssen. Und die Endlagerungsproblematik hat nicht damit zu tun, dass wir ausgestiegen sind aus der Kernenergie. Vielleicht mal an die Adresse der Kollegen in der AfD gerichtet. Das hat nichts mit unserem Ausstieg aus der Kernenergie zu tun, sondern das hat mit dem Einstieg in die Kernenergie zu tun. Und deswegen müssen wir das jetzt reparieren. Und darauf sollten wir uns konzentrieren, damit Erfolg zu haben. Und da werden alle eingeladen, daran mitzuwirken. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Carsten Möhring von der Unionsfraktion hier mit deutlichen Worten an die Grünen-Fraktion. Dabei fordert auch die Linken-Fraktion hier in einem Antrag, dass Uranfabriken stillgelegt werden. Als nächster spricht jetzt Carsten Hilse von der AfD-Fraktion. Er ist hier Sprecher für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Die Parteien eingenistet haben, glauben bedingungslos dem IPCC, dem sogenannten UN-Weltklimarat. Keine Behauptung, und wäre sie noch so abstrus, egal ob sie bewiesen werden kann oder nicht, wird als absolute Wahrheit förmlich aufgesaugt. Aber kennen Sie auch den UN-Weltstrahlenschutzrat, den wissenschaftlichen Ausschuss der Vereinten Nationen zur Untersuchung der Auswirkungen der atomaren Strahlung, United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, kurz UNSCEAR. Dieser arbeitet bei seinen Berichten eng zusammen mit der Weltgesundheitsorganisation WHO. Die zitieren Sie ja gern, wenn es mal wieder um absurde Grenzwerte für Stickoxide geht. Zum Reaktorunfall in Fukushima wurden von UNSCEAR fast 100 wissenschaftliche Publikationen durchforstet. Ergebnis: kein einziges Strahlungsopfer. Nicht, wie ich heute früh in einem Nachrichtenmagazin lesen musste, 18.000, nein, kein einziges Strahlungsopfer. Lesen Sie den Bericht. Und dabei handelt es sich auch noch um einen Reaktor aus der Anfangszeit der Kerntechnik in Japan, aus den 50er Jahren. Selbst dieser Reaktor mit dem schweren Designfehler, der in Deutschland nie genehmigt worden wäre, ausgesetzt einem historischen Erdbeben der Stärke 9,1 auf der Richterskala und einer gewaltigen Tsunamiwelle, konnte die Lust der Grünen und Linken auf ein Horrorszenario nicht befriedigen. Kein einziges Strahlungsopfer. Und was tut Deutschland, das ohne starke Erdbeben und ohne Tsunamis? Hier werden in einer Aktion kopfloser Panik und rein wahltaktisch Reaktoren abgeschaltet und Reaktorbetreiber enteignet.
Die Geschichte der Kernenergie in Deutschland ist eine der Lügenmärchen. So wird immer wieder behauptet, dass unsere Reaktoren seien nicht nur unsicher, sondern würden auch Unmengen an Abfall produzieren, der ewig lange und stark vor sich hinstrahlt. Fragen Sie mal einen Physiker, also jetzt nicht unbedingt unsere Kanzlerin, aber jeden anderen. Radioaktive Reststoffe können entweder stark strahlen oder lange strahlen, aber nicht beides zusammen. Auch die Menge werden konsequent in unseren Qualitätsmedien übertrieben. Aber selbst diese geringe Menge an Abfällen könnte man auch noch entschärfen. Auf ein geologisches Endlager könnte man heute vollständig verzichten. Man müsste dazu allerdings technologieoffen sein. Ein Fremdwort nicht nur für die Grünen, sondern auch für unsere grüne Bundesregierung. Für die Zuschauer, schauen Sie mal nach Partitionierung und Transmutation. Es sei denn, es geht um Technologie, die schon die Babylonier genutzt haben, wie Windmühlen. Da ist plötzlich alles innovativ, auch wenn es unsere Flora und Fauna zerstört und Menschen krank macht. Für Kernenergie hingegen gibt es wirklich neue Konzepte, die noch weniger Abfall produzieren, die sogar die bisherigen Reststoffe zur Stromproduktion nutzen könnten und bei denen das Risiko eines Gaus gegen Null geht, das sogenannte Flüssigsalzreaktoren. Ich weiß, dass das für Sie ein Fremdwort ist. Aber auch diese Technologien überlassen wir lieber Ländern wie Kanada. Ich weiß, dass gerade beim Thema Kerntechnik CDU viele CDU-Kollegen mit geballter Faust in der Tasche hier sitzen. Aber Mutti hat eben gesagt, mit diesem Förmchen spielen wir nicht mehr. Vielleicht setzen sich nach dem hoffentlich baldigen Abgang von Frau Merkel die Vernünftigen wieder durch. Mit denen arbeiten wir dann auch gern zusammen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und nach Carsten Hilse von der AfD kommt jetzt die parlamentarische Staatssekretärin im Umweltministerium. Rita Schwarzelür-Sutter wird jetzt sprechen. Rita Schwarzelür-Sutter. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, verleugnen, lächerlich machen, verharmlosen, das hat ja Strategie. Und ich will einfach noch mal sagen, manche träumen immer noch davon, dass man eigentlich den Atommüll vergolden kann. Aber glauben kann man vieles. Fakt ist tatsächlich, dass die Bundesregierung aussteigt aus der Atomenergie und dass wir das bis Ende 2022 auch durchgeführt haben. Und das schafft Verlässlichkeit und das schafft auch Klarheit. Und es geht uns ja die Arbeit nicht aus. Wir haben auch die Stilllegung, wir haben den Rückbau. Und natürlich machen wir uns auch Sorgen und schauen auch, was passiert an der Grenze. Wir haben die Kernkraftwerke, die Atomkraftwerke der direkt angrenzenden Nachbarstaaten. Und wenn ich allein mal drauf schaue, wie das Alter dieser Atomanlagen ist, dann muss man nämlich auch klar sagen, 144 Atomreaktoren in Europa sind älter als 30 und 26 sind älter als 40 Jahre. Es sind alte Atomkraftwerke und das macht uns Sorgen. Ich nenne hier beispielhaft mal Fessenheim und Betznau. Die liegen direkt an der Grenze. Und ich will einmal sagen, wenn hier jemand glaubt, es ist ja hier viel vom Glauben die Rede, früher hat ein Lehrer immer gesagt, Glauben tut man in der Kirche. Ich weiß ja nicht, wie so manche das haben. Aber Fakt ist, dass Fessenheim in der Oberrheinebene liegt und da ist eine große Erdbebenzone. Und deshalb ist es auch wichtig, dass unsere Forderung auch lautet, natürlich, und die wir immer bei jeder Gelegenheit auch kommunizieren, wenn wir mit unseren Kollegen der Nachbarstaaten zusammen sind oder auch sie darauf ansprechen, Abschalten der AKWs und keine Laufzeitenverlängerung. Und natürlich gehört es auch zur Wahrheit, dass die deutsche Bundesregierung keinen unmittelbaren Einfluss auf den Betrieb und die Laufzeiten ausländischer Atomkraftwerke hat. Denn jeder Staat entscheidet in seiner eigenen Souveränität. Und sehr geehrte Damen und Herren, ich sage deutlich, dass wir trotzdem das nicht locker lassen und immer wieder darauf drängen, dass natürlich auch wir beim Wort genommen werden. Und in den letzten Jahren haben wir, Duhl und Jorsch wurde schon angesprochen, natürlich auch gesagt, wir wollen, wenn es denn schon eine souveräne Entscheidung der Staaten ist, aber auch kritisch nachfragen und auch wissen, was denn tatsächlich bei diesen Atomreaktoren vorliegt und welche Störungen, welche Probleme es tatsächlich gibt.
Wir können keine Sicherheitsbewertung vollständig vornehmen. Wir haben nicht die Daten und die Unterlagen. Und deswegen ist wichtig, dass wir einen Zugang haben zu diesen Ländern und auch uns fachlich austauschen können. Und wir haben darauf gedrängt. Wir haben zweitens auf dem politischen Weg Einfluss genommen und wir nehmen sehr wohl auch die belgische Regierung beim Wort, nämlich tatsächlich bei der Abschaltung von Doel 3 im Jahr 2022 und von Tihange 2 im Jahr 2023. Und wir gehen davon aus, dass dabei auch nicht gerüttelt wird. So, jetzt noch zu dem Thema Kernbrennstoffe aus deutscher Produktion. Ja, wir haben im Koalitionsvertrag vereinbart und wir wollen das auch rechtssicher umsetzen. Deshalb prüfen wir derzeit alle Umsetzungsmöglichkeiten. Wir prüfen es rechtlich, sicherheits- und außenpolitisch, so wirtschaftlich und auch vor dem Hintergrund der finanziellen Aspekte. Und natürlich muss es auch europarechtlich sicher sein. Und deswegen haben wir uns auch an die Europäische Kommission gewandt. Sehr geehrte Damen und Herren, einige Staaten wollen zur Erreichung ihrer Klimaziele auch langfristig auf Atomkraft setzen. Und ich glaube, wer gerade so mal die Presselandschaft anguckt und man hört dann wieder Atomkraft, ja bitte, dann gibt es einem schon zu denken. Gibt einem zu denken vor dem Hintergrund, dass selbst Atomreaktoren mit angeblich modernen Sicherheitsstandards gerade mit Blick auf die Kosten immens teuer sind und das immense wirtschaftliche Risiken mit sich bringt. Und deswegen muss man auch da noch mal gucken, bevor in solche Technik investiert wird. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass dann alte länger betrieben werden. Das geht zulasten der Sicherheit, das geht nicht. Deswegen lehnen wir, wie ich schon gesagt habe, die Laufzeitverlängerungen ab. Die Atomenergie ist ein Irrweg, es bleibt ein Irrweg. Und wenn ich das so höre, dass der Abfall ja gar kein Abfall ist und wenig radioaktiv, dann möchte ich mal hören, ob der Wahlkreis Bautzen dann auch alle Atomabfälle tatsächlich übernimmt. Ja? Wer A sagt, muss auch B sagen. Und es geht halt nicht, dass man einfach eine Erblast weitergibt, ohne die Verantwortung zu übernehmen. Da haben wir als Politiker durchaus die Pflicht, auch nicht nur im Jetzt zu entscheiden, sondern auch die Verantwortung für die Zukunft zu übernehmen. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Die parlamentarische Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter. Auf sie folgt jetzt Judith Skudelny, die die umweltpolitische Sprecherin der FDP-Fraktion ist. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich möchte zunächst einmal das internationale Umfeld beleuchten, in dem wir uns aktuell in der Debatte um die Kernenergie befinden. In den letzten 3 Jahren sind international 20 Kernkraftwerke ans Netz gegangen. 55 neue Kernkraftwerke befinden sich aktuell im Bau. Tschechien in Europa hat gesagt, sie wollen den Kernenergieanteil bei ihrer Stromversorgung erhöhen. Und auf europäischer Ebene diskutieren zahlreiche Staaten darüber, dass Kernenergie, weil es eine aus ihrer Sicht CO2-freie Stromerzeugung ist, als nachhaltig eingestuft werden sollte. Deswegen sehen wir, dass trotz des deutschen Beschlusses, aus der Atomenergieerzeugung auszusteigen, das internationale Karussell der Kernenergie sich weiterdreht. Und in diesem Umsatz und diesem Umfeld müssen wir uns weiter bewegen. Da muss Deutschland seine Rolle finden. Wie wollen wir eigentlich Einfluss auf die Sicherheitslage nehmen? Und der Grad zwischen Vorbild und Besserwisser und Klassenstreber ist sehr schmal. Und da müssen wir uns auf der richtigen Seite des Brates zu finden, damit wir weiterhin von der anderen Nation ernst genommen werden. Und wir reden da mit anderen Nationen. Wir reden dort mit anderen Nationen, die die Risiken der Kernenergieerzeugung kennen. Sie kennen die Herausforderungen der Endlager und sie kennen auch Fukushima. Und sie setzen trotzdem lang- und mittelfristig auf die Kernenergieerzeugung. Und mit diesen Staaten müssen wir auf Augenhöhe darüber reden, wie wir die Sicherheit im Bereich der Kernenergie erhöhen können. Weil die Risiken enden nicht an nationalen Grenzen. Unsere Aufgabe ist es, die Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger
in Deutschland dadurch zu erhöhen, dass wir mit den anderen Staaten im Dialog bleiben, indem wir mit ihnen darüber verhandeln, wie denn eine höhere Sicherheit zu erreichen ist. Und diesen Einfluss weiterhin ausbauen, obwohl wir selber aus der Erzeugung der Kernenergie aussteigen. Und das ist eine gar nicht so kleine Herausforderung. Die Lösung der Grünen und der Linken ist zu sagen, wir steigen vollständig aus. Wir wollen nicht mal mehr Brennelemente anreichern, wir wollen keinen Treibstoff mehr bieten. Wir sind raus aus der Sache. Das Problem dabei ist nur, dass unsere Anlagen zu den sichersten gehören, dass unsere Brennelemente zu den besten gehören und dass das durchaus international zur Sicherheit des Betriebs der Kernenergieanlagen in anderen Ländern beiträgt. Und wenn wir aussteigen, wird es durch weniger qualitative Brennelemente ersetzt und das für erhöhtes Sicherheitsrisiko. Und insgesamt macht es nur 10% der ganzen Handelsumfang bei Brennelementen aus. Sie werden sofort von anderen Anlagen ersetzt und auch der Ersatz erfolgt durch Brennelemente mit einer niedrigeren Sicherheitsstufe. Und auch das kann nicht das Ziel der deutschen Politik sein. Und letztendlich werden die deutschen Steuerzahler, wenn wir aus den Verträgen aussteigen, so wie Sie sich das vorstellen, dafür Schadenersatz zahlen müssen. Und das ist reine Symbolpolitik. Im Ergebnis sehen wir, dass wir weniger Mitspracherechte haben, dass wir weniger Einfluss haben und für das weniger an Sicherheit, das wir damit generieren, am Ende auch noch Geld zahlen müssen. Das kann nicht Sinn der deutschen Politik sein. Und jetzt an die linke Seite gewandt. Ja, auch wir stehen nach wie vor zu dem Ausstiegsbeschluss. So. Wir stehen zu dem Ausstiegsbeschluss und auch wir sehen die Toll und Tihange als Problemfälle an und wollen hier Einfluss ausüben. Von der Bundesregierung wünschen wir uns hier noch ein stärkeres Einbringen, damit die Anlagen möglichst schnell vom Netz gehen. Aber wir müssen einfach erkennen, dass wir das nur dann erreichen, wenn wir als Verhandlungspartner auf Augenhöhe in Kenntnis der Situation, in Kenntnis der Anlagen und in Kenntnis auch der neu zu bauenden Anlagen mit den anderen Staaten, mit anderen Sicherheitsempfindungen auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Sie wollen andere belehren, wir wollen die Sicherheitslage ernsthaft verbessern und das schaffen wir nur in Zusammenarbeit. Und deswegen werden wir die Anträge von Ihnen ablehnen. Sie sind reine Symbolpolitik und helfen Deutschland nicht, helfen der Sicherheitslage nicht und helfen auch den Bürgerinnen und Bürgern hier bei uns überhaupt gar nicht. Harte Worte der umweltpolitischen Sprecherin der FDP-Fraktion Judith Skudelny. Auf sie wird jetzt reagieren Hubertus Stebel von der Linksfraktion. Er ist dort Sprecher für Atomausstieg. Ja, vielen Dank. Es geht doch ganz kurz. Liebe Frau Schwarze-Lühr-Sutter, ich habe nicht gesagt, dass radioaktive Reststoffe nicht strahlen. Ich habe einfach nur gesagt, dass immer wieder behauptet wird, dass atomare Reststoffe sehr lange und sehr stark strahlen. Ich habe darauf abgehoben, fragen Sie einen Physiker, der wird Ihnen das bestätigen, dass entweder atomare Reststoffe lange strahlen oder stark strahlen. Beides nicht. Okay, darauf wollte ich bloß eingehen. Dankeschön. Okay. Das war jetzt noch eine Kurzintervention von Carsten Hälse von der AfD-Fraktion. Jetzt kommt dann aber Hubertus Stebel von der Linken. Die Linksfraktion hat hier ja auch zwei Anträge eingereicht. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, am 26. April 1986 explodierte ein Atomreaktor in Tschernobyl. Über Europa zogen gefährliche Strahlenwolken. Hunderttausende Betroffene leiden noch immer an zahlreichen strahlenbedingten Krankheiten. Am 11. März 2011 kam es nach einem Erdbeben und Tsunami zur mehrfachen Atomkatastrophe in Japan mit Kernschmelze in drei Reaktoren des Atomkraftwerks Fukushima Daiichi. 200.000 Menschen mussten ihre Heimat verlassen, um sich vor den radioaktiven Strahlen in Sicherheit zu bringen. Die Atomenergie hatte diese Menschen zu Flüchtlingen gemacht. Diese Atomkatastrophen haben in Deutschland zum Atomausstiegsbeschluss geführt. Und das war und bleibt richtig. Aber immer noch
Und leider auch schon wieder werden die unverantwortlichen Atomgefahren gegenüber Wirtschaftsinteressen zurückgestellt oder verdrängt. Wirtschaftliche und machtpolitische Interessen stehen nur 8 Jahre nach Fukushima in vielen Ländern und bei vielen Interessensvertretern wieder vorn an, wenn in einigen Nachbarstaaten jetzt schon marode Reaktoren auch weitere Laufzeitverlängerungen erhalten sollen. In dieser Situation redet die Bundesregierung, und ich höre da immer sehr genau zu, neuerdings wieder verstärkt und nach meinem Eindruck auch achselzuckend teilweise davon, dass die Entscheidung für den nationalen Energiemix in der jeweiligen Souveränität der alleinigen Verantwortung der jeweiligen Staaten liegt. Nein, meine Damen und Herren von den Regierungsfraktionen, das zeigt, dass Sie die Lehre von Fukushima und Tschernobyl immer noch nicht begriffen haben. Radioaktive Wolken machen nicht an Grenzen Halt. Deshalb muss der Atomausstieg europäisch und weltweit werden. Angesichts der enormen Gefahren muss laut und deutlich in der EU gesagt werden und dafür getrommelt werden, dass Atomenergie am besten sofort zur Geschichte wird. Und es muss Druck gemacht werden, dass die Atomfördergemeinschaft Euratom endlich aufgelöst wird und die EU-Subventionen für die Atomindustrie beendet werden. Das ist die Aufgabe. Aber das kann man nur, wenn Deutschland selbst glaubwürdig aus der Atomenergie aussteigt. Oliver Krischer hat ja gerade schon darauf hingewiesen. Das ist aber nicht der Fall. Das wird klar, wenn die Bundesregierung und die Regierungsfraktionen mit Unterstützung der FDP immer noch deutsche Uranfabriken, Atommeiler im benachbarten Grenzgebiet und weltweit mit Brennstoff versorgen lassen. Super-GAU powered by Germany in Tihange oder Fessenheim. Das kann auch 8 Jahre nach Fukushima zur bitteren Wirklichkeit werden. Und damit werden wir Linken uns niemals abfinden. Die Urananreicherungsanlage in Gronau, an der RWE und E.ON zu einem Drittel beteiligt sind, und die Brennelementefabrik in Lingen, die zum französischen EDF-Framatom-Konzern gehört, sind bis heute vom schrittweisen Atomausstieg ausgenommen. Beide Anlagen verfügen über unbefristete Betriebsgenehmigung. Sie versorgen AKWs in aller Welt, darunter auch alte und riskante AKWs im grenznahen Gebiet zur Bundesrepublik. Es ist in der Summe nicht überzeugend, was ich gerade gehört habe, und letztlich schizophren, dass Deutschland die Hochrisikotechnologie Atomkraft im eigenen Land abschalten will, mit der Brennstoffversorgung Made in Germany aber selbst dafür sorgt, dass die gefährliche Technik im benachbarten Ausland weitergehen kann. Wir Linken wollen, dass diese beiden Atomfabriken stillgelegt werden, um den Atomausstieg in Deutschland umfassend zu machen. Und zwar spätestens dann, wenn in 3 Jahren das letzte Atomkraftwerk in Deutschland abgeschaltet wird. Hinzu kommt, die Urananreicherung ist von enormer Brisanz, weil diese Technologie grundsätzlich auch für die Herstellung von atomwaffenfähigen Uran geeignet ist. Der ehemalige Außenminister und jetzige Bundespräsident Herr Steinmeier hat zu Recht darauf hingewiesen, im Zusammenhang mit dem iranischen Urananreicherungsprogramm, dass die Urananreicherung der Griff zur Atombombe ist. Das muss man immer wieder deutlich betonen. Und deswegen ist das noch mal von besonderer Wichtigkeit. Und deswegen fordern wir auch, dass die Urananreicherungsanlage in Gronau stillgelegt wird. Auch vor dem Hintergrund unserer Geschichte. Die vom Umweltministerium, damals noch mit Ministerin Barbara Hendricks, die ja heute auch in der Debatte anwesend ist, in Auftrag gegebenen und im November 2017 vorgelegten Rechtsgutachten zeigen auf, dass unter Beachtung einiger Rahmenbedingungen eine atomrechtliche Stilllegung der Uranfabriken in Gronau und Lingen grundsätzlich verfassungskonform möglich und auch verhältnismäßig wäre. Das Ministerium selbst, das Umweltministerium selbst, stellt dazu in Verbindung der Veröffentlichung der beiden damaligen Gutachten auf seiner Homepage fest, und ich zitiere wörtlich mit Genehmigung des Präsidenten, eine Beendigung
der Brennelementefertigung in Deutschland würde zu einer konsistenteren Linie in der deutschen Atomausstiegspolitik führen. Es bleibt der politischen Willensbildung innerhalb der Bundesregierung überlassen, ob sie diesen Weg gehen will. Zitat Ende. Genau darum geht es heute. Gibt es diesen politischen Willen dazu oder nicht? Deswegen sage ich, stimmen Sie dem Gesetzentwurf der Grünen und dem Antrag der Linken zur Stilllegung der Uranfabriken zu. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Marie-Louise Dött für die Fraktion CDU-CSU. Und sie ist Sprecherin für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit ihrer Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Katastrophe von Fukushima war ein Einschnitt für Japan, Deutschland, Europa und der ganzen Welt. Damals passierte in einem technologisch hochentwickelten Land etwas, was nach allen wissenschaftlichen Maßstäben für unmöglich gehalten wurde. Deutschland hat daraus seine Lehren gezogen. Die Restrisiken, die mit der Kernenergienutzung verbunden sind, wurden neu bewertet. Der Ausstieg mit Augenmaß aus der Kernenergie wurde eingeleitet und wird 2022 abgeschlossen sein. Die Energieerzeugung aus Kernkraft wird in Deutschland also bald der Vergangenheit angehören. Das ist erstmal Fakt. Meine Damen und Herren, wir dürfen die Augen aber auch nicht vor den Realitäten verschließen. Wir sollten uns ehrlich machen. Andere Länder, auch in Europa, setzen weiterhin auf Kernenergie. Es ist sehr schwierig, von Deutschland aus die Sicherheit grenznaher Reaktoren in Frankreich, Belgien, Tschechien und der Schweiz zu beurteilen. Der Grund ist, dass allein den nationalen Aufsichtsbehörden die vollständigen Informationen über die Verhältnisse vor Ort vorliegen. Dass Menschen zum Beispiel in der Region Aachen in großer Sorge sind, kann ich sehr gut verstehen und auch nachvollziehen. Diese Sorgen und Ängste aber zu politischen Zwecken zu instrumentalisieren und zu befeuern, halte ich für inakzeptabel. Richtig ist, dass die Zusammenarbeit mit unseren Nachbarländern intensiviert worden ist. So zum Beispiel die deutsch-belgische Nuklearkommission, die sich zuletzt intensiv mit den Vorkommnissen in den Reaktoren Doel 3 und Tihange 2 beschäftigt hat. Im Auftrag des Bundesumweltministeriums wurde die Reaktorsicherheitskommission beauftragt, zu prüfen, ob die Sicherheitsnachweise für die Reaktordruckbehälter der Atomkraft Doel 3 und Tihange 2 plausibel geführt worden sind. Und die Reaktorsicherheitskommission hat dies bestätigt. Auch wenn das manchem hier in diesem Hohen Hause nicht in den Kram passt, aber die Einschätzung dieser Fachleute gehört zur Meinungsbildung. Die Unionsfraktion unterstützt die Vorgehensweise der Bundesregierung, den bilateralen Gesprächsfaden mit unseren europäischen Nachbarn nicht abreißen zu lassen. Es ist wichtig und richtig, dass Deutschland immer und immer wieder auf umfassende Sicherheitsüberprüfungen hinwirkt, auf ambitionierte, verbindliche Sicherheitsziele in der EU und ein System wechselseitiger Kontrolle. Wir dürfen aber nicht vergessen, das Abschalten von kritischen Reaktoren ist originäre Aufgabe der jeweiligen Länder. Hier kann Deutschland zwar werben und appellieren, aber keinen direkten Einfluss nehmen. Was kann Deutschland also neben dem Werben und Appellieren noch unternehmen? Einfach, wie Sie das von den Grünen und Linken in ihren Anträgen und im vorgelegten Gesetzesentwurf fordern, deutsche Anlagen zur Brennelementefertigung und zur Urananreicherung stilllegen? Ich sage es ganz deutlich, das ist sicherlich keine Lösung. Damit holen Sie zu einem Kahlschlag aus, der sehr weitreichende und vor allem negative Folgen haben würde. Diese Folgen wurden in der öffentlichen Anhörung im Umweltausschuss im Oktober des letzten Jahres offensichtlich. Erstens würde es zu einem massiven Vertrauensverlust für Deutschland führen. Ein Ausstieg aus der fast 50-jährigen Zusammenarbeit mit den Niederlanden und Großbritannien sowie die einseitige Beendigung völkerrechtlicher Vereinbarungen würden das Vertrauen in Deutschland zerstören.
Auch die langfristig eingegangenen Lieferverträge der Unternehmen dürfen nicht vergessen werden. Wer hier aus politischen Gründen eingreift, zahlt Entschädigungen und die Kosten das Geld der Steuerzahler. Klar ist ebenso, Material, das nicht in Deutschland produziert wird, wird garantiert in anderen Ländern von anderen Anbietern hergestellt. Womöglich sogar in Ländern, wo die Standards in puncto Sicherheit nicht so ausgeprägt sind wie bei uns. Was ist also der Mehrwert? Zweitens. Zweitens würde eine Stilllegung der Anlagen zum Verlust des Know-hows führen. Das Abschalten der Anlagen in Gronau und Lingen würde uns den letzten Rest an Kompetenz im Bereich Kernkraft berauben. So richtig der Ausstieg Deutschlands aus der Erzeugung von Kernenergie auch ist, so falsch wäre es, das gesamte bei uns vorhandene Know-how aufs Spiel zu setzen. Das gilt insbesondere für die Zentrifugentechnologie. Wenn wir Gronau und Lingen ein Stoppschild vor die Tür stellen, würde genau das passieren. Um den in Jahrzehnten in Deutschland aufgebauten sicherheitstechnischen Sachverstand auf höchstem Niveau zu halten, ist aus unserer Sicht zweierlei notwendig. Zum einen die Forschung und Lehre in Deutschland zu erhalten, zum anderen die Entsendung von deutschen Experten in Anlagen im Ausland. Dadurch erhält Deutschland einen Erfahrungsrückfluss. Des Weiteren ist die Beschäftigung mit Neubauprojekten im Ausland unerlässlich, um durch die Befassung mit neuen Anlagenkonzepten die Weiterentwicklung der Technik verfolgen zu können. Wie soll Deutschland beispielsweise sonst neue Reaktortypen bewerten, wenn unsere Fachleute nicht die notwendigen Kenntnisse darüber haben? Das gilt beispielsweise auch für den in Belgien geplanten Reaktor zur Transmutation. Genau aus diesem Grund haben wir dazu eine Passage in den Koalitionsvertrag geschrieben. Die Bundesregierung wird darin aufgefordert, ein Konzept zum perspektivischen Erhalt von Fachwissen und Personal für Betrieb, Rückbau und zu Sicherheitsfragen bei Nuklearanlagen sowie für Zwischen- und Endlagerung zu erarbeiten. Wir sind gespannt, wie das Konzept aussehen wird. Drittens. Dürfen wir die Träger des Fachwissens, also die motivierten und hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nicht vergessen. Sie sind Wissensträger, sie sind Verantwortungsträger und sie können die ständig von den Linken und Grünen entfachten Diskussionen über die Zukunft ihrer Jobs nicht mehr hören. Sie sind es leid. Fragen Sie doch mal den Betriebsrat des Urenco-Standorts in Deutschland. Da werden Sie eindeutige und klare Antworten bekommen, was die Menschen von Ihren Vorschlägen halten. Und viertens und zuletzt ist durch die Schließung der Anlagen die internationale Mitbestimmung Deutschlands in Sicherheitsfragen in Gefahr. Hier geht es insbesondere um die Mitwirkung in der Internationalen Atomenergieorganisation. Die internationalen Sicherheitsstandards werden hier festgelegt. Wer hier nicht mitspricht oder mitsprechen kann, lässt Chancen liegen. Wir hatten dazu in der Anhörung Friedrich Däuble, ein ehemaliger ständiger Vertreter Deutschlands in der Atomenergieorganisation IAEO und den Vereinten Nationen, und der hat bei der öffentlichen Anhörung das sehr deutlich gesagt. Also wir lehnen die Anträge und den Gesetzesentwurf ab. Vielen Dank. Sagt Marie-Louise Dött von der Unionsfraktion. Und jetzt gibt es eine Kurzintervention vom stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Grünen, Oliver Krischer. Herzlichen Dank, Herr Präsident, für die Gelegenheit für eine Kurzintervention. Frau Dött, ich habe schon, wie bei dem Kollegen Möhring, irritiert zur Kenntnis genommen. Herr Möhring hat gesagt, dass die Forderung nach dem Exportstopp deutscher Brennelemente in den belgischen Schrottreaktor Tihange, dass das Populismus sei. Sie haben das jetzt wiederholt und haben gesagt, Sie wenden sich auch ausdrücklich gegen ein Exportverbot deutscher Brennelemente nach Belgien. Frau Dött, ich würde von Ihnen gerne mal hören, wie Sie es dann erklären, dass der Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, der, glaube ich, Ihrer Partei anhört, diese Forderung im Wochenrhythmus in Nordrhein-Westfalen erhebt, dass er zusammen mit dem Land Baden-Württemberg eine entsprechende Forderung in den Bundesrat
Rat einbringt und die Bundesregierung und damit auch den Bundestag und damit auch Sie auffordert, entsprechend zu handeln. Ich würde von Ihnen gerne hören, wie es mit Ihrer Haltung in Einklang zu bringen ist, dass der Nordrhein-Westfälische Landtag einstimmig, also auch mit den Stimmen der CDU-Fraktion, die meines Wissens doch die größte, leider die größte Fraktion dieses Landtages ist, beschlossen hat, dass es einen sofortigen Exportstopp deutscher Brennelemente aus Gronau nach Belgien geben soll. All das passt nicht zu Ihrer Haltung, und ich würde von Ihnen gerne wissen, wann Sie Ihre Position beispielsweise in meiner Heimat Aachen, wo in der Tat sich viele Menschen deswegen Sorgen machen, weil die Bundesregierung nichts unternimmt, wann Sie den Mut haben, das da auch offen zu vertreten, auch gegen Ihre eigenen Parteifreunde wie Armin Laschet, der zum Beispiel auch aus Aachen kommt. Frau Dött, Sie haben das Wort. Danke für Ihre Kurzintervention, Herr Krischer. Wenn Sie meiner Rede genau zugehört haben, dann wehre ich mich dagegen, dass man Ängste der Bevölkerung benutzt, um daraufhin es tut mir leid, manchmal sehr populistischen Anschuldigungen an die Regierung zu untermauern. Ich weise auf den Koalitionsvertrag hin, Herr Krischer, wenn Sie mir von den Grünen bitte auch zuhören wollen. Ich weise auf den Koalitionsvertrag hin, wo wir prüfen werden, wie wir unsere Sicherheitsvorstellungen dort mit einbringen können. Und ich bin sehr froh, dass die Bundesregierung zusammen mit der belgischen Regierung eine Kommission gebildet hat, die zusammen überlegt, wie man diesen Wissenstransfer in diesen beiden Ländern verwenden kann. Und ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass wir gerade im sicherheitstechnischen Bereich, dass wir dort sehr, sehr weit sind und sehr, sehr führend sind. Und ich wehre mich dagegen, dass dieses Know-how in Deutschland verschwindet. Wir sollten die Ergebnisse abwarten. Und ich bin sehr davon überzeugt, dass wir dieses Know-how nicht nur europaweit, sondern weltweit einbringen können und auch sollen. Hier also noch kurz die Kurzintervention und dann die Widerrede von Marie-Louise Dött. Als nächstes spricht jetzt Rainer Kraft von der AfD-Fraktion. Er sitzt im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Sehr geehrter Herr Präsident, geehrte Abgeordnete, werte Gäste, eine kurze Vorbemerkung. Frau Kotti-Uhl, Sie hatten ja in Ihrer Rede als größte Bedrohung für sinngemäß das Leben, das Wohlbefinden, das Glück der Leute die Kernenergie ausgemacht. Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion ist die durchschnittliche Lebenserwartung in der Ukraine um 8 Jahre gesunken. Das heißt, das Atomunglück von Tschernobyl hatte auf die durchschnittliche Lebenserwartung der Bewohner der Ukraine einen vernachlässigbaren Einfluss gehabt. Hingegen der Verlust des Wohlstandes, der Arbeitsplätze, der inneren Sicherheit im Zuge des Zusammenbruchs der Sowjetunion hat zu einer Reduktion von 8 Jahren geführt. Das heißt, wir sehen also, die größte Bedrohung für das Leben, das Wohlbefinden, das Glück der Leute geht von einer Deindustrialisierung aus, wie Sie sie zum Beispiel mit der Verkehrs- und der Energiewende in diesem Land vorantreiben wollen. Der vorliegende Antrag, der neue Antrag der Grünen, dürfte tatsächlich eines der verlogensten und heuchlerischsten Dokumente sein, die dieses Parlament hier tragen musste. Der Titel des Antrags entlarvt Sie dabei, dass Sie die katastrophalen Ereignisse im März 2011 auf die nuklearen Störfälle in den Blöcken Fukushima Daiichi 1 bis 3 reduzieren und dabei eben kein Gedenken an die Toten des Tohoku-Erdbebens zulassen. Sie haben das mehr oder weniger bestätigt mit Ihrer Rede. Sie instrumentalisieren also die Toten der Naturkatastrophe, um Ihre ideologische Abneigung von Kernenergie auszuleben. Das, meine Damen und Herren, ist ekelhaft. Aus den Kraftwerksblöcken selbst, vor denen Sie uns so nachdrücklich warnen, gibt es übrigens keine Toten zu vermelden, die in irgendeiner Form mit der freigesetzten Strahlung in Verbindung gebracht werden können, so der Ansgar-Bericht der Vereinten Nationen. Um es direkt noch einmal klarzustellen, es hat in Fukushima keine Todesfälle oder Fälle von beobachteter Strahlenkrankheit bei irgendeinem der über 20.000 Arbeiter gegeben, die im Kernkraftwerk mit den Aufräumarbeiten betraut waren. Der Bericht der Vereinten Nationen stellt klar, dass die gesamte erwartete Lebenszeitdosis für Bewohner der Präfektur Fukushima, die aus dem Reaktorunglück resultiert, unter 10 Millisievert liegen wird.
In Relation, diese Lebenszeitbelastung entspricht in etwa dem, was in Deutschland an Radonexpositionen, zum Beispiel in Weinkellern, von den Behörden als Exposition pro Jahr zulässig ist. Pro Jahr, liebe Kollegen von den Grünen. Der Bericht stellt klar, dass 2,5 Jahre nach dem Unglück die Cäsium-137-Werte jenseits der direkten Kraftwerksumgebung auf Werte aus der Zeit vor dem Unglück gesunken sind. Die in den Sedimenten gemessenen Werte bewegen sich im Bereich dessen, was in Deutschland zum Beispiel bei der Strahlenbelastung von Wild noch als unbedenklich zum Verzehr angesehen wird. Und dabei hätte Japan seine Kernkraftwerke nach deutschen Maßstäben nachgerüstet, wäre diese Freisetzung von Radioaktivität und auch die begleitenden Knallgasexplosionen verhindert worden. Manche Politiker, allen voran der deutsche EU-Kommissar Oettinger, bezeichnen das dann schon einmal vorstellen als Apokalypse und offenbaren damit die gesamte Lächerlichkeit ihrer ideologisierten Hysterie. Die jährlichen Strahlenschutzberichte beweisen es. Seit 2011 kann man dort jährlich lesen, ich zitiere, im laufenden Jahr XY sind wie schon in der zweiten Jahreshälfte 2011 keine erhöhten Radionuklidaktivitäten aus dem Fukushima-Ereignis nachweisbar. Zitat Ende. Wir erinnern uns, in Deutschland hat damals die schwarz-gelbe Regierung die Ausstiegspriorität hingelegt und einen nur wenige Monate alten Entschluss zur Laufzeitverlängerung der deutschen Kernkraftwerke wieder kassiert. Geholfen hat das freilich nichts, denn bei den folgenden Landtagswahlen in Baden-Württemberg ist die CDU krachend gescheitert. Das Ländle ging für die Union verloren und ist es bis heute. Und in Japan selbst? Nun, in Japan sind heute wieder 9 Kernreaktoren in Betrieb, 2 sind im Bau und 16 weitere befinden sich in den verschiedenen Stadien der erneuten Erteilung von Betriebsgenehmigungen. Japan bekennt sich also zur nuklearen Zukunft. Im Übrigen hat auch Taiwan im letzten Herbst in einer Volksabstimmung sich dazu bekannt, den Ausstieg nicht weiter fortzusetzen, sondern die Kernkraftwerke wieder zu betreiben. Auch rund um Deutschland befinden sich zahlreiche Kernkraftwerke in Bau, zum Beispiel in Großbritannien, der Slowakei, Finnland, Weißrussland oder der Türkei. Dies bringt uns zu einem besonders perfiden Detail des neuen Antrags der Grünen Fraktion. Sie fordern die Nichterteilung von Hermes Exportkreditbürgschaften für sämtliche Lieferungen aus Deutschland an bestehende oder in Bau oder Planung befindliche Kernkraftwerke. Dies schließt Lieferungen von Sicherheitstechnik mit ein. Deutsche Unternehmen liefern weltweit führende Technologie, mit der Kernkraftwerke mit höchster Sicherheit ausgestattet werden. Diese Technologie rettet Leben und diese wollen sie unseren europäischen Partnern verwehren. Sie wollen, dass aktuelle Projekte mit Sicherheitstechnik zweiter Wahl ausgestattet werden. Sie wollen, dass diese Projekte unsicher sind. Sie wollen hier neue nukleare Zwischenfälle produzieren, um Ihre These der unsicheren Kernkraft zu untermauern. Sie spielen mit dem Schicksal und der Gesundheit unzähliger Menschen. Und es ist besonders heuchlerisch, Frau Kötting-Uhl, wenn Sie in Ihrer Rede den Schutz der einheimischen Bevölkerung thematisieren, während Sie die Lieferung aus Deutschland von bester Sicherheitstechnik in die Kernkraftwerke in Europa verweigern wollen. Sie vernichten mit Ihren ökopopulistischen Wahnsinn Arbeitsplätze, Wohlstand und technologische Errungenschaften und Sie gefährden Menschenleben, nur um Bestätigung für Ihre grotesken Horrorszenarien zu produzieren. Im Mittelpunkt Ihrer Politik stehen weder Umwelt noch Gesundheit der Menschen, sondern kalte, menschenverachtende Ideologie. Vielen Dank. Rainer Kraft von der AfD war das und er sitzt im gleichen Ausschuss wie Nina Scheer, die jetzt hier für die Fraktion der SPD sprechen wird, nämlich für den Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist schwer zu ertragen, was hier mein Vorredner alles für einen Schwachsinn erzählt hat. Aber wenn ich jetzt alles widerlegen würde, dann bräuchte ich mehr als Ihre Redezeit, weil es ist einfach, es war fast in jedem Satz Unwahres drin. Wenn man ansetzt bei den Fragen, wie viel Schäden es hatte, man braucht nur die international verfügbaren Zahlen der Internationalen Atomenergiebehörde heranzuziehen, die bis 2017, nachprüfbare Quelle, 2017 alleine 60 Milliarden Euro an Schäden alleine für Fukushima auf den Unfall bezogen eruiert hat. Und das sind ja nur bis 2017. Wir wissen von den Fässern, die dort stehen mit dem Abwasser. Wir wissen von den vielen Unbeherrschbarkeiten, die nach wie vor von dieser dortigen Kernschmelz, von den Kernschmelzen ausgehen. Und insofern ist es einfach nur ignorant, was Sie hier hinlegen, dass Sie unterstellen und der Menschheit weismachen wollten, als ob so etwas beherrschbar sei. Das ist einfach nur noch es ist ekelerregend.
Wir haben in der Tat noch vieles zu tun im Kontext der Atomenergieüberwindung. Und auch aus deutscher Sicht haben wir das zu tun. Selbst wenn wir den Atomausstieg hier beschlossen haben, das ist ja auch schon hinlänglich mit den anderen Redebeiträgen deutlich geworden, dass wir natürlich auch internationale Herausforderungen haben. Und es ist auch schon angesprochen worden, darauf wollte ich noch mal ein bisschen genauer eingehen, wie das mit den internationalen Haftungsgrenzen aussieht. Wir haben internationale Vereinbarungen, wonach es Haftungsobergrenzen gibt, die so niedrig sind, dass gerade mal maximal 381 Millionen Euro an Haftungssumme gezahlt werden von einem Staat an den anderen, wenn eben grenzüberschreitend solche Schäden bei einem Atomunfall aufkommen. Man sieht an dieser doch sehr geringen Zahl, gerade im Verhältnis zu der soeben von mir genannten Summe in Bezug auf Fukushima, dass genau solche Handhabungen heutzutage auch dazu führen, dass immer noch der verbreitete Irrglaube existiert, Atomenergie sei irgendwie finanzierbar. Alleine diese eine Zahl, diese Haftungsobergrenze, zeigt im Verhältnis zu den realen Haftungsgefahren, die man hat, beziehungsweise Schäden, die aufkommen können, dass so etwas nicht finanzierbar ist, dass die Risiken nicht finanzierbar sind, wenn sie dann eintreten. Und davon ganz zu schweigen, davon, das muss man immer noch mit erwähnen, die ganzen Endlagerkosten, die ganzen Folgeschäden, die wir ja immer leicht ausblenden, die wir in Deutschland ja so einigermaßen jetzt sortiert haben. Und wir wissen alle, dass das wahrscheinlich nicht reichen wird, selbst wenn wir das Nötigste rausgezogen haben und mit ca. 24 Milliarden einen Fonds bestückt haben, wissen wir, dass es wahrscheinlich mit Blick auf die Ewigkeitslasten, die wir da haben, immer wieder auf den Steuerzahler zukommen wird und wir immer wieder uns eingestehen müssen, dass die Nachwelt zu Recht sauer auf uns sein wird und nicht nur sauer, dass wir so etwas überhaupt erst einmal angefangen haben. Ich möchte auch noch auf ein paar andere Punkte eingehen, die uns politisch beschäftigen müssen. Und zwar ist es kurz angerissen worden von Ihnen, Frau Skudelny, die Frage, dass auch im internationalen Klimaschutz in der Tat immer wieder Szenarien aufgetan werden. Auch der Weltklimarat hat ja Szenarien, die von Atomenergienutzung ausgehen. Das muss man benennen, und zwar nicht, wie ich das bei Ihnen leider ein bisschen durchgehört habe, dass Sie meinen, das hätte vielleicht da eine Zukunft, sondern weil das uns ein Warnsignal sein muss. Man muss natürlich das wahrnehmen, man muss es ernst nehmen, insofern, als dass es kein Aufruf sein darf und auch keine deutsche Beteiligung, keine europäische Beteiligung daran geben darf, dass wir Klimaschutz mit Atomenergie betreiben. Es muss die anderen Szenarien für uns, die anderen Szenarien müssen für uns gelten. Wir müssen hervorheben, dass wir auf die anderen Szenarien setzen müssen, weil es darf nicht über den Klimaschutz zu einer Revitalisierung der Atomenergie geben und auch eine Verharmlosung der Atomenergie. Und auch da muss man dazu sagen, dass im Kontext dieser klimaschützenden Wiederbelebung von Atomenergie, wie sie zum Beispiel selbst unter Barack Obama 50 Milliarden US-Dollar im Haushalt verschlungen haben, über Subventionen, die da eingestellt wurden, muss uns Warnung sein, weil das natürlich immer marktverzerrende Elemente sind und immer wieder den Eindruck erwecken, dass Atomenergie billig sei, was definitiv nicht der Fall ist. Es gibt eine weitere Zahl. 1974 bis 2008 wurde mal untersucht, wie viel wurde international in einem Budgetvergleich für die Atomenergie ausgegeben im Vergleich dazu zu erneuerbaren Energien. 15% der weltweiten Förderungen wurden nur in erneuerbare Energien investiert. Demgegenüber in Forschung und Entwicklung 64% Atomenergie, obwohl das bis dahin ja schon ausgeschöpft war. Ein letzter Punkt, den ich nur ganz kurz nach Ende meiner Redezeit noch aufgreifen möchte. In der Tat haben wir eine Aufgabe, und ich bin dankbar, dass das Umweltministerium auch tatsächlich diese Aufgabe ernst nimmt, uns auch über die Beendigung der Brennelemente-Fertigung und der Urananreicherung auf deutschem Boden zu widmen und dies natürlich mit dem Ziel, es zu beendigen, aufzugreifen. Ich finde, das muss man weiter verfolgen. Das Bundesumweltministerium hat auch immer wieder in den Ausschusssitzungen bekräftigt, dass daran gearbeitet wird. Das soll mein letzter Satz sein, obwohl es noch vieles weitere zu sagen gäbe. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächster spricht der Kollege Arthur Auernhammer für die Fraktion der CDU/CSU. Verehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, eins müssen wir auch einmal erwähnen hier. Die Kernenergie hat dazu beigetragen, dass über Jahrzehnte lang hier in unserem Land die wirtschaftliche Entwicklung vorangegangen ist. Aber
Wir haben mit den Reaktorkatastrophen vom 11. März 2011 in Fukushima, mit der Katastrophe vom 26. April 1986 in Tschernobyl festgestellt, dass diese Energieform eine hochgefährliche ist, dass diese Energieform nicht zukunftsfähig ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich persönlich als Landwirt kann mich noch ganz genau an die Zeit nach Tschernobyl erinnern. Im Frühjahr freut man sich darauf, dass die Pflanzen wachsen, dass man die Weidetierhaltung in Schwung bringen kann. Und plötzlich steht man vor der Herausforderung, die Pflanzen auf den Feldern dürfen nicht verfüttert werden. Wir müssen sie untersuchen, ob sie strahlenmäßig belastet sind. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, das zeigt uns, dass Strahlen keine Staatsgrenzen kennen. Und deshalb haben wir uns im Deutschen Bundestag dazu entschlossen, die Energiewende zu gestalten. Und wir müssen alles daran setzen, dass diese Energiewende auch zum Erfolg führt. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind jetzt in Deutschland in der Lage, 40% des Stromes aus erneuerbaren Energien zu liefern. Ich darf hier auch in aller Bescheidenheit anmerken, dass wir in Bayern bereits bei 45% sind. Und wir müssen hier diesen Weg konsequent weitergehen. Das geht aber nur mit der notwendigen Akzeptanz, mit der notwendigen Marktfähigkeit, mit der Grundlastfähigkeit und mit dem Einbinden der gesamten Bevölkerung. Und nur dann, wenn diese Energiewende zum Erfolg kommt, wenn diese Energiewende in Deutschland ein Erfolgsmodell ist, dann ist es auch ein Exportmodell für andere Länder, die heute noch auf Kernreaktoren setzen. Und deshalb müssen wir alles daran setzen, dass wir mit der Energiewende erfolgreich sind. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich muss hier erwähnen, der Betrieb eines Kernreaktors ist das eine. Das Entsorgen dessen, was überbleibt, ist das andere. Und ich bin überzeugt, wenn in Tausenden von Jahren, weiß ich nicht, ob es noch einen Deutschen Bundestag gibt, hoffentlich auch die eine oder andere Partei nicht mehr, aber ich weiß, dass der Atommüll noch strahlt. Und deshalb müssen wir heute daran arbeiten, Lösungen zu finden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir jetzt sagen, wir steigen aus allen Programmen aus und wollen mit Gewalt quasi unsere Nachbarländer dazu zwingen, aus der Kernenergie auszusteigen, das geht nur im Miteinander. Das geht nur dadurch, dass wir sagen, wir haben Erfolg mit unserer Energiewende und wir zeigen es den anderen Ländern. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, gerade im Umfeld von Deutschland sind auch viele Reaktoren am Netz, die uns beschäftigen, die wir auch dann in kontrollierter Art und Weise mit begleiten können, wenn wir in diesen Programmen, in diesen Institutionen weiterhin aktiv bleiben. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, können wir leider diese Anträge nur konsequent ablehnen. Dankeschön. Arthur Auernhammer von der Unionsfraktion hat hier gesprochen. Und als nächstes spricht jetzt Frauke Petri. Sie ist fraktionslos, deswegen gibt es hier auch keinen Applaus von den anderen Fraktionen, wenn sie auftritt. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Am 11. März 2011 bebte in Japan das Meer. Der größte Tsunami der japanischen Geschichte zerstörte weite Teile des Landes. Er hinterließ eine Trümmerlandschaft und Schäden in dreistelliger Milliardenhöhe zurück. Nicht das Trauma der Angehörigen, nicht die Wiederaufbauleistung des japanischen Volkes stehen im Mittelpunkt der Erinnerung, sondern damals wie heute der Reaktor von Fukushima. Die Gedanken der Grünen gehörten und gehören nicht den Opfern oder einer Unterstützung Japans, sondern immer noch ihrer politischen Propaganda. Sie instrumentalisieren zynisch, lassen sich das auf der Zunge zergehen, eine Naturkatastrophe und gefährden den Industriestandort Deutschland. Sie vernichten Arbeitsplätze und ihr Manöver ist politisch klar zu erklären. Ohne Kernenergie, ohne die Kritik daran, verlieren sie ihr Kernthema. Und so fordern sie gleich noch die europäische und weltweite Bevormundung und wollen unseren europäischen Nachbarn ihre verfehlte Energiepolitik aufhalsen.
Diese Arroganz, die nicht nur Sie alleine haben, sondern genauso die Bundesregierung, haben uns in der Euro- und Griechenland-Krise bereits Ansehen und Ruf gekostet und ist ein neuer Beweis in Richtung der europäischen Völker. Die Europäische Union soll wieder einmal deutsch geprägt sein, in der nur deutsche Ideen und Ideale gelten oder Grüne. Einen nationalistischeren Antrag, meine Damen und Herren, ohne wissenschaftliche und ökonomische Fundierung hätte selbst die AfD nicht einreichen können. Aber, meine Damen und Herren, Kritik an den Grünen ist wohlfeil. Nicht die Grünen, sondern die Bundesregierung, CDU und SPD haben den Ausstieg aus der Kernenergie angeordnet. Nicht Sie, sondern die Kanzlerin hat vor Fukushima die Laufzeiten kurz vor Fukushima verlängert und dann mit dem überstürzten Ausstieg den Steuerzahlern Milliarden an Lasten aufgebürdet. Nicht die Grünen, sondern die CDU hat in kalter Berechnung vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg mitgezogen, um die Machtübernahme am Ende vergeblich zu verhindern. Und der Schaden bleibt nicht Ihnen, bleibt den Bürgern und Steuerzahlern. Frau Merkel hat die energiepolitische Sicherheit unseres Landes auf dem Altar grüner Utopie geopfert. Wir brauchen, nein, wir dürfen Frankreich und andere Nachbarn nicht bevormunden und belehren. Nicht Frankreich, sondern Deutschland erreicht seine hochgesteckten Klimaziele bei den CO2-Emissionen nicht, trotz kolossaler Energiewende, die als wirtschaftlicher und ökonomischer, ökologischer Fehlschlag enden wird. Als nächstes Kapitel naiver Selbstüberschätzung folgt, wenn es nach Ihnen geht, der Kohleausstieg. Und nach der Debatte über Nord Stream 2 fordern die Grünen bereits das Ende des Erdgasimports. Sie, meine Damen und Herren, und auch die Bundesregierung setzen die Versorgungssicherheit und die finanzielle Belastbarkeit von Familien und Unternehmen aufs Spiel, während Sie andernorts Milliarden in die Kasse Ihrer grünen Lobbyverbände und Ökounternehmen pumpen, die aber trotzdem keine Antwort darauf geben können, wie wir die Grundlast in Deutschland sichern sollen. An die Adresse der CDU hier zu vertreten, Sie könnten Forschung, Nuklearforschung ohne Produktion, ohne Kernkraftwerke erreichen und erhalten, ist eine politische Mogelpackung und zeugt davon, dass Sie keine Ahnung von Industrie haben. Das funktioniert vielleicht bei Schülerdemos am Freitag, nicht aber mit Fachleuten. Was wir brauchen, ist keine Urananreicherung und kein Ende, sondern deren Ausweitung. Was wir unterstützen, ist keine Bevormundung, sondern Investitionen und Forschung in moderne Nukleartechnik. Was wir wollen, ist der vernünftige Ausstieg aus dem Ausstieg. Mehr Windkraft, nein danke. Mehr Kernkraft, ja bitte. Frauke Petri hat hier die Schülerdemos angesprochen. Die Fridays for Future werden morgen hier im Bundestag auch in einer Aktuellen Stunde Thema sein. Jetzt aber der letzte Redner in dieser Debatte, Timon Gremmels von der SPD-Fraktion. Meine Damen und Herren, ich frage mich, warum Frau Petri die AfD verlassen hat. Das war 1:1 der gleiche Quark, den wir von der AfD gehört haben. Und ein Argument nur, weil eigentlich ist mir meine Redezeit zu schade. Aber Sie haben gesagt, mit dem Atomausstieg würden in Deutschland massenhaft Arbeitsplätze verloren gehen. Genau das Gegenteil ist der Fall. Die dezentralen erneuerbaren Energien schaffen ein Vielfaches der Arbeitsplätze wie in der Atomenergie. Nehmen Sie das einfach mal zur Kenntnis. Und dann, also Frau Skudelny von der FDP, das ist schon eine Chuzpe, sich hier hinzustellen und in der Debatte um Atomkraft allen Ernstes als FDP das Argument der Entschädigungszahlung an die Industrie ins Wort zu nehmen, in den Mund zu nehmen. Das haben Sie in Bezug auf die Brennstoffe nach Belgien genannt. Es war doch Ihre Rolle rückwärts. Erst die Laufzeitverlängerung als Schwarz-Gelb und hinterher die Rückkehr, die dazu geführt hat, dass die Atomindustrie entschädigt werden muss. Dafür trägt Schwarz-Gelb die Verantwortung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hätten wir den rot-grünen Atomausstieg vorangeschritten, wäre das in dieser Höhe überhaupt nicht notwendig gesehen. Insofern müssen wir an dieser Stelle auch daran erinnern, die Verantwortung, auch die Kosten, trägt maßgeblich die alte schwarz-gelbe Regierung. Und auch das muss an dieser Stelle mal gesagt werden, meine sehr verehrten Damen. Kollege Gremmels. Nein, die Kollegin kann gerne. Nein, ich gestatte nicht, sie kann ja gerne eine Kurzintervention machen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte an dieser Stelle aber auch eins sagen. Was wir nicht machen sollten, ist, dass wir jetzt auf einmal Kohleindustrie, Klimawandel und Atomausstieg gegeneinander ausspielen wollen. Das wollen wir nicht. Und genau da gibt es die ersten, auch leider in der Bundesregierung, die ersten Vertreter, die genau das machen, die den Kohleausstieg und den Atomausstieg gegeneinander ausspielen. Herr Altmaier hat vor kurzem getwittert, dass Finnland noch immer auf Atomkraftwerke setzt und diese sogar ausbaut und deswegen aus
Kohle viel früher aussteigen kann und dass das in Frankreich und Großbritannien ebenfalls der Fall ist. Davor warnt die SPD. Wir dürfen nicht Atomausstieg und Kohleausstieg gegeneinander ausspielen. Wir machen das nacheinander, wie das Klößeessen. Bis 2022 steigen wir aus der Atomkraft aus, bis 2038 aus der Kohlekraft. Beides geht und beides funktioniert. Wir erhalten gleichzeitig gute und hochqualifizierte Arbeitsplätze in Deutschland, weil erneuerbare Energien schaffen Arbeitsplätze und Wertschöpfung in den Regionen, sind gut für unser Land und gut für die Umwelt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Lassen Sie mich am Schluss noch mal eins deutlich sagen. Die beste Werbung im Ausland gegen Atomkraft ist, dass wir eine erfolgreiche Energiewende hinkriegen. Wenn wir das hinbekommen, wenn wir da gemeinsam an einem Strang ziehen, wenn das unser Erfolgsprojekt ist, dann kann die Energiewende Made in Deutschland ein Exportschlager sein, wo andere Länder davon profitieren, die dann ebenfalls auch aus der Atomkraft aussteigen. Davon bin ich überzeugt und dafür und daran arbeitet die SPD mit aller ihrer Kraft. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die Aussprache und wir kommen zu den Abstimmungen. Jetzt werden hier im Bundestag zwei Anträge der Opposition abgestimmt, sowie ein Gesetzentwurf der Grünen. Es werden auch noch zwei Anträge zum Atomausstieg in die entsprechenden Ausschüsse überwiesen. Und danach wird es hier noch weitere Beratungen ohne Aussprache geben und Abstimmungen.